Wolverine ist unbesiegbar. Nun aber läuft die Zeit des X-Men ab. Der alte Mann namens Logan, der aus einer alternativen Zukunft stammt, wird definitiv an einer Adamantium-Vergiftung sterben. Bevor er aus der Welt tritt, muss der grau gewordene Berserker noch eine Sache regeln. Logan will verhindern, dass der Superschurke Mysterio ihn in seiner bekannten Zeitlinie mit Illusionen dazu bringt, alle anderen X-Men zu killen und die Erde zu verdammen. Kann Logan die Zukunft in seinen letzten Tagen als Held der Gegenwart zu einem besseren Ort machen? Mark Miller und Steve McNiven ersannen den Wolverine von morgen einst für ihren modernen Marvel-Comic-Klassiker Old Man Logan, der den letzten Wolverine-Film mit Hugh Jackman maßgeblich inspirierte. In den Comics trieb sich der betagte Logan zuletzt eine ganze Weile im Hier und Jetzt herum. Autor Ed Brisson und Zeichner Mike Henderson konfrontieren ihn in der zweibändigen Serie Dead Man Logan mit seinem unausweichlichen Ende. Neben Mysterio, Crossbones und anderen Bösewichten schauen auch Hawkeye und die Avengers auf Wolverines Abschiedstour vorbei. Das Beste kommt zum Schluss, mit Hendersons ausdrucksvollen Zeichnungen und Brissons großartigem Gespür für alle Figuren. Deadman Logan 1 läutet das Ende einer Ära ein und der Schlussstrich wird mit scharfen Krallen gezogen.